So schnell habe ich noch nie eine Folge abmoderiert. Es klang ja so, als wäre ich auf der Flucht gewesen. Aber erstmal Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tunic. In der letzten Folge haben wir ja uns endlich die Laterne geholt. Da wir ja schon mal hier sind, können wir auch gleich hier weitergehen. Und schauen, welche Gefahren sich hier uns in den Weg stellen. Na, Gefahren sind sie ja jetzt nicht mehr. Als ob. Boah, was sind das? Gut. Gut, mach du mal. Ich mach hier weiter. Man sollte erst mal gucken, was man anklickt. Ich dachte, ich habe mehr Verteidigung. Wo ist die hin? Ja, und nun? Ach, nee. Ich sollte doch mal nicht stehen bleiben. Ach so, da geht's runter. Ach, ich bräuchte erstmal einen Weg, um hochzukommen. Denn die Kiste müssen wir mitnehmen. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Karten nicht. Sind das vielleicht passive Skills? Das sind alles nur Vermutungen. Oh nee, was ist das denn, Laser? Ja, das sind Laser. Sehr schön. Wie hockst denn du da, sage mal? Okay, Stacheln sind schon fies. Ja, 3 von 3. Und was passiert? Aha. Eine Flasche war das. Okay. Na. Warte mal, wie komme ich zu den beiden darüber? Als ob. So. Oha. Oha. Die sind scharf, aber schwach. Ja. Das war knapp. Wieso sind da so stark? Nice. Okay. Ach, eine versteckte Goldmünze. Damit haben wir drei.
Ein Silbersparschwein. Ich muss aufpassen, was ich hier kaputt mache. Nicht, dass ich hier irgendeinen aktiviere. Und nu? Boah. Boah, das war ja cool. Das hat mich gerade irgendwie abgeholt. Jetzt bin ich wieder in dem Raum, wo wir die Laterne ganz oben gefunden haben. Oh, ein Verteidigungsfüchschen. Oh, endlich draußen. Da oben ist die Glocke. Aber dafür muss ich von da links Westgarten. Ja. In den Westgarten müssen wir. Was für ein Zufall. Hallo und herzlich willkommen im Westgarten. Erstmal einen Überblick verschaffen. Da ist ein neuer Gegner. Sieht aus wie... ein Krokodil? Ey, keine Ahnung. Stelle merken. Ich will erstmal hier die Treppe hoch. Hier ruht der Held. Wieso ruht denn der Held auch hier? Warum ruht ein Held im Ostgarten und ein Held im Westgarten? Ich dachte, es war nur einer. Naja, vielleicht kriegen wir ja bald Antworten auf diese Fragen. Nicht denn? Sag mal, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Eine Verteidigungskarte. Gefällt mir auch. Bin ich auch nicht abgeneigt dagegen. Ich will hier rein. Warum kann ich diese Tür nicht öffnen? Na, gehen wir erstmal bei der Fuchsgöttin. Eine Verteidigung 3 holen. Oder die dritte Stufe von Verteidigung. Dann einmal speichern. Hallo, wer bist denn du hier? Als ob. Ich bin froh, dass ich diesen Ring und den Fuchs auf Stufe 3 habe. Also die Verteidigung. Okay, hier ist wieder nur... in Anführungsstrichen nur Geld drin.
Boah, ich mich jetzt erschrocken. Warum tust du sowas? Böse Fee. So, müssen wir jetzt? Einfach durch die Gegend watscheln. Wird schon richtig sein. Eine Magiebeere. Stimmt, da war was. Ich wollte gerade fragen. Was haben wir denn da? So. Wo geht's hier hin? Große Truhe. Wieder ein Sparfuchs. Hier gibt es gleich zwei von denen. Ah, nein. Boah, lass es sein. Krieg ich da eins rübergeschmissen? Oh, die sind sackig, die sind sackig. Warum? Ich muss die... am besten schnell noch einen Trank reinpfeifen. Ach, die auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Oha, was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, das war doof. Ich habe gerade tierisch in Panik reagiert. Ich weiß nicht, wie viel Bomben ich gerade verschmissen habe. Aber wir haben das irgendwie hinbekommen, sogar mit dem Schild ein Geschoss zurückzufeuern. Shelly? Oh, Leute, echt? Komm. Mensch, lass mich doch mal aus dem Wasser. Kriege ich das nochmal hin? Nee. Hm. Aber... ich sollte es sein lassen. Ich lasse den jetzt mal rankommen. Auf den Meter. Ja, komm her. Komm her. Bäh. So wird das erledigt. Hier irgendwas zum Speichern? Boah. Dass der mal gleich zweimal angreifen muss. Lal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 
Mama! Mama! Die. Oh, abgestürzt. Oh, meine Chance. Nee, doch keine Chance. Ich hab. Ich bin. Oh, das gibt's doch nicht. Mann! Jetzt fall doch nicht andauernd da runter. Warte mal, ich hab doch eigentlich gedacht, dass ich noch eine kleine Beere hätte. Die ist aber irgendwie weggekommen. Ist hier keine Statue? Oh, nee. Nein. Wie soll ich die denn bitte besiegen, wenn die da... Okay. Komm mal her, hier. So. Oh, 4 Dynamitstangen. Vielen Dank dafür. Sage mal, sind wir zufälligerweise hier irgendwo? Nee. Sind wir nicht. Ich wüsste schon gern, wo ich bin. Na, unter der Erde waren wir doch. Sind wir hier? Nee, leider nicht. Mir fehlt noch die Karte für den Westgarten. Ach, blöd. Ich hätte gern irgendwie eine Flasche oder so. Oder so ein Speicher. Alter. Ja, oder sowas. Was ist das? Das wird mir irgendwie als Waffe angezeigt. Aber so ganz genau? Kann ich damit jetzt auch nichts anfangen. Irgendein magisches Relikt haben wir jetzt. Oh. Dankeschön. Gott sei Dank. Also ich kann es auf jeden Fall bestätigen, das Spiel ist wirklich knackig. Hey, hier geht's gar nicht weiter. Ich auch nicht. Hm. Alles doof. Ich gehe jetzt. Die Gegner sind auch wieder da, wa? Kann ich das mal bei dir ausprobieren? Wir haben hier eine Magieanzeige. Na. Hallo. Als ob. Ja, ist... Meine Herren. So, und was hat der jetzt hier beschützt?
dass das so aggressiv auf mich gleich los ist. Sehr gut. Sollte ich hier sein? Ich mich jetzt erschrocken. Hilfe! Wie Gartenritter? Was Gartenritter? Nun das. Nun ja. Und die sind wieder alle da. Okay. Da bin ich schon wieder. Mann! Das bringt überhaupt nichts. Boah. Als ob, eh? Boah. Okay. Das ist so eine Kategorie fieser Gegner. Boah. Hilfe. Als ob. Oh, das gibt's doch nicht. So, auf ein neues und hoffentlich letztes. Ich war jetzt noch mal kurz beim Altar. Wir hatten ja noch zwei Gegenstände, die ich opfern konnte. Einmal Kraft. Wieso hat das jetzt getroffen? Mein Gott. Aua. Komm schon, komm schon, komm schon.
Nein! Oh, Alter, aber wirklich mit dem letzten Funken Leben, der noch in uns steckte. Oh. Kann ich nicht so eine heilige Waffe mitnehmen? Kann ich weitergehen, ohne dass ich jetzt gleich drauf gehe? Hier, guck mal, Endrank habe ich noch. 200, krass. Wie gibt's noch? Oh, Entschuldigung, war ich gleich zu sabbern. Hier gibt es noch eine Menge zu erkunden, hä? Also hier gibt es noch einiges. Stell ich gerade fest. Okay, ein paar Bären. Ich will nur mal gucken. Ah, sehr gut. Na dann. Dann wollen wir mal diese Glocke aktivieren. So, wir haben alle beide aktiviert. Und ich gehe jetzt speichern. Und dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge uns hier noch ein bisschen umgucken. Nicht, dass uns irgendwas zwischen den Fuchspfoten flöten geht. Und dann gehen wir hier hoch zu dieser großen goldenen Tür. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch liebend gerne ein Däumchen da. Ich würde mich unheimlich freuen. Und ansonsten, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.